So, zurück im Leben mit der Ducati V4S Panigale 2020, mit der ich noch übrigens auch eine Rechnung offen habe. Ich bin schon ein bisschen am Vorbereiten, weil wir fahren ja dieses Wochenende endlich wieder los, und zwar geht's nach Oschersleben. Und ich habe die Ducati schon ein bisschen vorbereitet, natürlich richtige Bereifung aufgezogen und habe auch schon ein bisschen mich mit dem Fahrzeug an und für sich mehr befasst, weil ich hatte sie jetzt wirklich ein paar Tage hier stehen und konnte mich auch ein bisschen spielen, was die Elektronik anbelangt, die doch nicht so ganz unkomplex ist, was dieses elektronische Fahrwerk anbelangt. Und ich habe da mal schon so ein vorzeitiges Setup eingestellt, wo ich der Meinung bin, dass es vielleicht funktionieren sollte. So, nebenbei, wir sind ja gerade extrem am Rumbauen. Das wird halt mein neues Studio für die Motorradvorstellung, für die Livestreams, für die Videos. Hintergrund ist einfach der, dass zu Hause ich kein Motorrad hinstellen kann, und draußen in der Halle ist die Fläche einfach zu groß, um sie im Winter zu heizen. Und jetzt haben wir das hier so gebaut, dass ich hier ein Bike hinstellen kann. Hier kommt noch ein schönes Sessel-Sitzgelegenheit hin, die ganze Kamera-Equipment. Oben habe ich dann die Regie und das Büro, und ich kann das Ganze im Winter einfach heizen und kann für euch einfach noch geileren, noch besseren Content machen. So, jetzt schauen wir uns mal an, was ich bei der Ducati alles so eingestellt habe. Alfons? Nö. Nix? Na? Der Alfons ist übrigens sehr fleißig und hat mir extrem viel geholfen hier. Ohne ihn wäre es überhaupt nicht gegangen. Jetzt stehst du im Weg. Da muss man echt sagen, wir haben hier echt viel gemacht die letzten Tage, und Alfons hat extrem viel mitgeholfen. So, jetzt schauen wir uns das mal an. So, zum einen sehen wir jetzt da mal das Display von der Ducati V4S. Ich habe das jetzt schon umgestellt auf Race. Was ich eigentlich ziemlich cool finde, ist dieser analoge Drehzahlmesser, dieser digital-analoge quasi. So, jetzt gehe ich mal hier in das Setup rein. Ich habe mich da ein bisschen schon gespielt. Das ist nicht so ganz unkompliziert, aber jetzt versuchen wir mal das Ganze ein bisschen zu erklären. Also, ich bin hier bei Race und habe hier, gehe ich hier da rein? Nein, gehe ich nicht. Riding Mode, Race, genau hier. So, dann kann ich hier ein paar Sachen einstellen. ABS, Motorbremse, Quickshifter und lauter so ein paar so Dinge. Und jetzt schauen wir uns mal, gehen wir mal speziell in das Ganze rein, hier in das DTC zum Beispiel. Da kann ich jetzt wirklich sagen, Ducati Traction Control System, ich möchte jetzt zum Beispiel ein safes Motorrad, je nachdem, wo ich mit dem Pfeil hingehe. Und wenn ich auf 2 sage, dann habe ich mehr Performance, auf 1 habe ich noch mehr Performance, und ich kann sie auch abschalten. Und dann sieht man halt so wirklich so die Stufen zwischen Performance und safe. Ich habe sie jetzt einmal auf 3 lassen, weil ich noch nicht genau weiß, wie das Motorrad dementsprechend reagiert. So, dann haben wir die DWC, das ist halt die Wheelie Control System, Ducati Wheelie Control quasi. Ja, da habe ich jetzt auch mal so eine Mittelstufe auf 3, ein bisschen mehr Performance. Das ist jetzt nicht so schlimm, wenn die vorne mal ein bisschen hochkommen, von dem her habe ich da kein Problem damit, lasse ich das mal auf 3. Das DSC ist quasi die Ducati Slide Control, die habe ich jetzt mal auf, safe reicht mir eigentlich nicht, da will ich schon so Performance haben, wäre ich schon mit Performance eigentlich ganz zufrieden. Na, hier bitte. Okay, dann, dann haben wir hier den Motor. Ich habe den jetzt bewusst, man kann den einstellen, die Motorleistung zwischen High, Medium und Low. Und ich habe sie jetzt wirklich bewusst mal auf Medium lassen, weil ich das mag, wenn ein Motor sehr smooth wird. Und das steht auch hier da, also Full Power, aber eben smooth. Ich weiß nicht, ob man es lesen kann. Ist zu nah. Also, ich habe es auf smooth gestellt. Dann haben wir hier ABS. Hinten brauche ich kein ABS. Vorne bräuchte ich es jetzt auch nicht. Ich habe das mal drin gelassen. Falls es regeln würde, könnte ich es immer noch abschalten. Aber das glaube ich jetzt mal für den Anfang noch nicht. So, elektronische Motorbremse, Engine Brake Control habe ich auf maximale Motorbremse gestellt. Ich tue ja immer gern auch kommunizieren, dass ich mit der Motorbremse gern fahre, lasse die Hinterbremse
benutze die Hinterbremse, Hinterradbremse nicht, sondern nur Vorderradbremse und die Motorbremse. Das ist mir persönlich am liebsten. Was haben wir hier noch? Wir haben hier Ducati Quickshift System. Okay, das ist Up and Down quasi auf beide Seiten. Mit Quickshifter logischerweise kann man abschalten, brauche ich aber nicht. So, die Info-Mode ist hier auf Track, okay. So, DES ist Dynamic Suspension und da wird es interessant. Und da kann man jetzt sagen Fixed Suspension oder Dynamic und ich bin in Dynamic. Und ich habe auch da jetzt schon ein paar Custom Dynamic Suspension Settings hinterlegt und kann mir jetzt zum Beispiel einzeln raussuchen Brake Support. Und kann jetzt da wählen zwischen Komfort und Performance. Und ihr seht schon, ich bin da mehr in die Richtung Komfort gegangen. Das hat einfach den Hintergrund. Weil wer mich kennt, der weiß, dass ich da Spezialität von mir, ich will eine softe Gabel haben. Natürlich kann man jetzt sagen, okay, dann muss man vielleicht noch nacharbeiten dann auf der Rennstrecke, aber grundsätzlich will ich erstmal eine softe Gabel haben und fange da erstmal weicher an. Deswegen hier auch bewusst auf -2 in Richtung Komfort, weil ich glaube, der Komfort ist nicht unbedingt schlechtere Performance. Das ist hier so umgangssprachlich vielleicht ein Problem zu unterscheiden. So, dann haben wir Front Fork, also sprich, ich denke, das ist jetzt einfach die Gabel quasi Fork und da habe ich jetzt auch bewusst Komfort. Also ihr seht schon, oder in Richtung Komfort, ihr seht schon, ich habe die Gabel jetzt extrem weich gemacht. Wie gesagt, im Notfall kann ich da immer noch anfangen, das ein bisschen härter zu machen, aber im Endeffekt will ich sie dynamisch und sehr, sehr soft haben vorne. So, dann haben wir den Schockabsorber. Ich denke, das ist jetzt mal die Dämpfung allgemein, hinten und vorne. Dass ich keinen Scheiß erzähle, was habe ich jetzt hier vorher gehabt? Front Fork? Nein, das war nur vorne, okay, stimmt. Und dann habe ich hier die Dämpfung Schockabsorber, also allgemeine Dämpfung hinten und vorne. Und da bin ich auch mehr in Richtung Komfort auf -2 gegangen. So, dann habe ich noch einen Steering Dämpfer und den habe ich dann doch auf relativ viel Stabilität gedreht. Ich mache das bewusst so, dass ich das Motorrad lieber ein bisschen pendeln lasse über die weiche Dämpfung, aber mir dann das Ganze ein bisschen über einen stabilen Lenkungsdämpfer zurückhole. Das ist so meine Philosophie, die ich jetzt mal einfach angehe, ohne es gefahren zu haben. Ich werde berichten, ob es funktioniert oder nicht. Also, aber das ist einfach so mein Plan. Ne? Also die Stabilität so ein bisschen über den Lenkungsdämpfer zurückzuholen, nicht zu viel, aber so ein bisschen, aber um das Motorrad sehr, sehr soft zu halten und sehr viel arbeiten zu lassen. So, dann haben wir hier kann man auch eine Einstellung quasi für die Beschleunigung, für die Acceleration. Da kann man unterscheiden zwischen Grip und Stability. Ich habe jetzt da bewusst in die Richtung ein bisschen Grip. Also es wird wahrscheinlich dann eben ein bisschen dynamisch werden im Fahrzeug, was ich vorher eben gesagt habe, was ich dann ein bisschen kompensieren will mit dem Lenkungsdämpfer oder eben auch mit viel Fußdruck und viel Druck in den Rasten. Das ist einfach jetzt mal so der Plan. Aber ich habe mir da, wie das jetzt schon durch. So, und jetzt ist ganz interessant, Mid-Corner ist ein sehr interessantes Setup. Mid-Corner heißt so viel wie Scheitelpunkt. Was passiert am Scheitelpunkt mit dem Motorrad? Und da habe ich jetzt bewusst gesagt, ich will in Richtung Grip und nicht in Richtung Stabilität. Stabilität macht das Motorrad zwar ruhig, aber dann komme ich in einen Bereich rein, wo das Motorrad vielleicht nicht immer genau dahin korrigiert, wo ich hin korrigieren will. Und deswegen gehe ich da ein bisschen mehr Richtung Grip, was das Motorrad wieder sehr anpassungsfähig auf den Asphalt macht. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Setup, dass man das quasi so wählen kann und so auch so beschrieben wird. Ich bin gespannt, inwiefern, dass man dann, wenn man dann die einzelnen Parameter verändert, wirklich eine Veränderung auch explizit zum Beispiel im Bereich Mid-Corner erkennt. Weil Mid-Corner ist halt auch ein Bereich, wo halt die Dämpfung explizit genau in diesem Moment jetzt drin ist, wo das Motorrad in maximal Schräglage am Scheitelpunkt ist. Dann muss sie eigentlich in einem gewissen Bereich im Einfederweg sein. Und deswegen musste wahrscheinlich dann das Motorrad erkennen, ah ja, jetzt bin ich mit Corner, jetzt kann ich da diverse dynamische Dämpfungsänderungen machen. Was? Du, gar nicht Spacks. Die ganzen Spacks, die ich da habe, sind die da. Und da wird man die Bohr. Yep. Und die Hanskos. Ich hab jetzt gleich mal die Musterbomo geschaffen. Ja. Den Baumarkt. Mhm. Du hast du Geld? Probe. Okay. So, was haben wir noch? Genau, das war es eigentlich mit dem Fahrwerk. Und das ist halt so jetzt mal die Grundeinstellung, die ich da jetzt mache in diesem
Race Mode. Man kann den Riding Mode an und für sich ja dann verändern zwischen Race, Board und Street. Das interessiert mich jetzt im Moment nicht. Hier gibt es noch, da kann man das Rücklicht noch ausschalten, interessiert mich auch relativ wenig. Reifen, Tire Calibration. Oh, sorry, falls ich nicht gesagt. Tire Calibration werde ich dann noch machen, weil ich ja statt den Straßenreifen jetzt Slicks drauf habe. Die habe ich selbst montiert, montieren lassen vom Fredel, vom Ducati-Händler aus Motorrad Denk in Neureichenau. Danke Fredel für den kurzfristigen Termin, weil ich fasste bei dem Motorrad selbst nichts an. Deswegen habe ich da bewusst zum Ducati-Händler gefahren und habe gesagt, hey komm, wollt ihr mal schnell bitte die Reifen wechseln. Danke dafür. So, jetzt schauen wir uns Motorrad allgemein noch ein bisschen an. Und dann mal die Zündung wieder aus. Ja, ich habe ja bei dem Bike auch in dem 1000 PS Test, den ich gemacht habe, so ein bisschen bemängelt, dass mir hier die Tanks ein bisschen klein sind. Ja, das ist halt, ja, ich denke von der Form her könnten die da ein bisschen eckiger sein, dass man sich da einfach besser einhängen könnte. Und die Fußrasten sind mir halt auch in so einen Tacken zu weit hinten. Man sieht halt hier, wenn man jetzt hier in der senkrechten hochgeht, wie weit, dass ich hier vom Tank weg bin, und das hätte ich gerne einen Tacken weiter vor oder den Tank eben mit einer Tankhaube weiter nach hinten. Weil wenn man sich anschaut, die von der MotoGP, die in der Superbike WM oder so, die haben halt auch andere Tanks drauf. Frage ich, warum haben sie andere Tanks drauf? Ich denke nicht nur wegen der Tankinhalt. Das ist halt so ein Thema. Nichtsdestotrotz, was mir bei dem Bike echt extrem taugt, wenn man jetzt auch mal das Fahrwerk, das ich elektronisch ein bisschen so eingestellt habe, und man das mal drückt, ne? Man das mal drückt, wenn ich den Ständer runternehme kurz. Weißt du das? Das ist eigentlich das, was ich hören will bei einer Gabel, wenn du richtig viel Öl. Wenn da richtig viel Öl durch die Nadel durchgeht, dann weiß ich auch, dass das Fahrwerk richtig gut anspricht. Und ich denke nicht, dass die Ducati ein Problem mit dem Fahrwerk hat. Aber schaut euch das Bike an, das ist halt, ich finde halt die Winglets, ich finde sie halt richtig geil, ne? Und ich habe ja auch im 1000 PS Test schon gesagt, dass sie auch richtig viel bringen, am Pressdruck, und ich bin halt jetzt echt gespannt, und die Rechnung haben wir halt offen mit dem Bike, weil ich sage, okay, der Test, den ich bei 1000 PS gemacht habe, oder für 1000 PS in Bahrain, wer den Test gesehen hat, der hat halt gesehen, es hat geregnet, ich habe halt Pech gehabt und habe genau den einen Regentag, den es da im Jahr gibt, abbekommen. Deswegen haben wir jetzt mit Ducati zusammen einfach nochmal einen Termin gefunden, wo ich das Bike halt wirklich im Trockenen und auch mal richtig ausgiebig testen kann. Und deswegen geht es nach Oschersleben. Ich bin für 3 Tage in Oschersleben, habe einen Kunden dort, komme aber auch zum Selberfahren. Und da möchte ich schon mal wieder so richtig einen draufhauen. Weil jetzt ist halt echt Zeit, aber man sieht es halt mir auch am Lachen an jetzt mittlerweile. Ich habe halt jetzt echt Bock, und ich habe echt Bock zu fahren. Und so ein Straßenmoped, was eigentlich fast kein Straßenmoped nicht ist, das ist eigentlich ein Rennmotorrad. Aber ich denke, ich habe richtig Bock mit der Ducati. Und ja, jetzt zeige ich euch noch kurz hier mein Office oben. Da haben wir haben hier quasi eine zweite Ebene gebaut, um hier einfach die Höhe des Raums zu nutzen, die man sonst eigentlich nicht nutzen kann. Und deswegen kommt hier unten jetzt quasi Studio, wo man halt filmen kann, habe ich riesen krasses Fensterlicht. Aber ich komme natürlich aus der Decke, mache ich auch noch extrem viele Lichter dran, die ich halt so im Studio auch habe, um es im Finstern auch zu machen. Aber wenn ich halt hier im Fensterlicht habe, ist halt genial, weil ich am herrlichten Tag kein Licht einschalten muss, sondern immer meine schönen Schattenverläufe habe und da einfach viel arbeiten kann. Und vor allem, jetzt kommt auch dazu, ich kann dann endlich den Teil hier außen in der Halle auch ein bisschen vermieten. Da ist halt jetzt auch viel Platz über, den ich eigentlich nicht brauche. Und wenn du Interesse hast an einem Stellplatz oder zum Bikeschrauben oder so, sag mal Bescheid. Ich weiß nicht, ob man mir auf Dauer die große Halle einfach leisten kann. Deswegen habe ich mir das hier so gemacht. Und das reicht mir auch vollkommen, das kann ich heizen. Habe mir es hier oben schön gemütlich gemacht. Da muss ich jetzt noch mit der Leiter raufgehen, noch keine Treppe habe. Habe hier schön Teppichboden eingelegt. Und hier kommt dann quasi die Schaltzentrale hin. Die Schaltzentrale für Computer, da gehen dann die Kabelkanäle runter. Und vielleicht sitzt da auch in Zukunft
jemand für die Regie, für die Livestreams, und wir sind dann per Headset verbunden, dass ich dann die Kommentare übertragen kriege und so. Also ich denke, da wird noch einiges passieren in Zukunft. Ich habe mich jetzt wieder ein bisschen aufgerafft. Die Krise hat mich doch relativ krass getroffen, psychisch und mental. Einfach so die keine Perspektive zu haben für die ganzen Events. Ich will jetzt endlich meine Kunden beliefern, die bezahlt haben und gebucht haben. Und es kommt jetzt endlich soweit. Und deswegen werde ich jetzt schon langsam wieder wach und freue mich auf ein tolles erstes Event. Das erste Mal seit langem wieder liefern zu können. Und ja, das Leben startet wieder so ganz einigermaßen. Noch nicht hundertprozentig, aber so ein bisschen. Daneben her zieht es mir die Mundwinkel wieder ein bisschen nach oben. Da hatte ich jetzt in der letzten Zeit wirklich lange Probleme, dass die unten waren. Einfach weil es mir so schwer fiel, das Ganze. Und dann war es halt echt schwierig, auch in den Videos gut drauf zu zeigen. Teilweise kostet mich das so viel Überwindung. Dann in dem Moment, wenn du eigentlich denkst, ich habe überhaupt keinen Bock mehr auf irgendwas. Weil du halt keine Perspektive hast, aber es kommt wieder und I'm back. Wenn du übrigens noch eine geile Idee hast, wie man das unten dann nennen soll, diese Studie, ich möchte so ein Bike-Stadel oder irgend sowas, so ein Motorrad-Stadel, irgendwie sowas, hast du da eine Idee, dann schreib es gerne in die Kommentare. Ich möchte halt auch in Zukunft Leute einladen für Streams, zum Vorbeischauen, zum Zusammensitzen und richtig coole Sachen machen, und da brauche ich halt vielleicht ein bisschen Inspiration auch von euch. Schreibt es gerne in die Kommentare, schreibt es auch gerne in die Kommentare, wenn du gespannt bist auf den Ducati-Test, lass es mich wissen, gebt noch gerne einen Daumen hoch für das Video und abonniert auch gerne den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.